Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Seid ganz herzlich gegrüßt hier auf diesem YouTube-Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengel in Menschengestalt, die von Gottvater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und euch so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein und damit auch in ein glückliches, erfülltes und freies Leben zurückzuführen. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Und wer von euch möchte, kann sich mit Reiki auf seinem Weg, einer persönlichen Kartenlegung oder auch einem persönlichen Coaching unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung schneller voran und damit auch in der vollständigen Heilung schneller ankommt. Die für meine heutige Legung verwendeten Kartendecks sowie auch meine E-Mail-Adresse und Homepage findest du wie immer in der Infobox. Wenn du also rechts neben diesem Videotitel oder etwas unterhalb auf dieses kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht diese Infobox auf, wo du alles ersehen kannst. Auch findest du auf diesem YouTube-Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle rate ich jedem Einzelnen in seinem eigenen Interesse dringend an, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie auch umzusetzen. Du findest auf diesem Kanal auch kostenlose Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung deine Energie eingefangen wird. Und darüber hinaus erhältst du in einer persönlichen Legung auch zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du in einer kollektiven Legung eben nicht erhalten kannst und wirst. Wichtig ist immer bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was für dich nicht passend ist. Also spüre und fühle gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Ob das nun ein Wort, ein Satz, ein kleinerer oder größerer Teil, die ganze Legung ist, oder aber auch ist es möglich, dass du mit dieser Legung gar nicht in Resonanz gehen kannst. Und beim nächsten Mal ist das vielleicht schon wieder ganz anders. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung immer besser für dich. Rede dir nichts schön und leugne nichts weg, denn damit würdest du nur dir selber schaden. Du blockierst dich dann dadurch in deiner Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du vollständig zum Stillstand, was fatal für dich wäre. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechterneutral. Das heißt, wenn hier ein König fällt oder ein Herr, kann das genauso gut eine Frau darstellen und umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und sie haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat. Die Karten deute ich nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, denn ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich dann ebenfalls ausspreche, und zwar genau so, wie ich sie reinbekomme, also auch in der Tonart, die ich von meinem Großvater mitbekomme. Und ich sage das als Vorwarnung, denn mein Großvater ist nicht nur lieb und gütig,
sondern er kann sehr wohl auch sehr bestimmend, sehr böse und auch sehr wütend werden. Und das ist immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn alles im Leben läuft nach diesem Seelenplan, der quasi das Drehbuch deines Lebens ist. Zufälle sind eine Illusion des Menschen, denn in Wahrheit gibt es keine Zufälle. Wenn euch mein Video, meine Legung oder mein Kanal gefällt, dann bist du immer herzlich eingeladen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Vergiss dann auch nicht, diese kleine Glocke zu drücken, denn da wirst du automatisch von YouTube über alles Neue auf diesem Kanal informiert. Ich freue mich aber auch immer über ein Like, einen Kommentar von dir, kostenlos, als Zeichen deiner Wertschätzung mir und meiner Arbeit, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. Und nun möchte ich heute zu der Legung kommen. Wollen wir schauen, welche Energien jetzt hier im Feld sind und was wichtig ist für das Kollektiv. Die Karten sind abgesprochen mit meinem Großvater. Und ja, ich bitte jetzt meinen Großvater, was sollte dem Kollektiv heute hier an die Hand gegeben werden? Haben wir schon mal eine Karte. Ja, was sollte noch hinzugefügt werden? Großvater, was sollte dem Kollektiv... Oh. Da muss ich mal schauen mit der Reihenfolge. Das ist immer so eine Sache, wenn so viele Karten auf einmal kommen. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Eine Karte fehlt noch und dann muss ich gleich nochmal aufhören mit der Reihenfolge. Weil die Reihenfolge hier im Legesystem ist auch wichtig. Dankeschön. So, die war aber jetzt zuerst gefallen. Und so, dann wollen wir das nochmal einmal ganz kurz hier ausrichten. So, dann haben wir als Unterkarte, das zeige ich euch schon mal, das ist die Energie des Bauches. Ja, schaue ich jetzt gerade mal. Und dann habe ich hier, und so, jetzt muss ich gerade mal reinspüren und noch mal eben mit meinem Großvater abklären, ob hier irgendwelche Karten doch noch mal anders getauscht werden sollen. Ja, gebt mir einen Augenblick. So, jetzt möchte ich zuallererst einmal diese beiden Karten hier die Stelle tauschen. Das habe ich gerade so reinbekommen, damit das hier auch alles seine Richtigkeit hat und auch von mir dann richtig abgelesen werden kann. Ja, die zugrunde liegende Energie habe ich euch schon gezeigt. Und dann wollen wir mal schauen. Also du legst dich als Person hier nicht ins Kartenbild. Aber ich kann sehen, dass du dich seit längerer Zeit mit etwas beschäftigst. Du seit längerer Zeit etwas in dir trägst,
was du bewältigen möchtest, denn ich habe hier eine Herausforderung liegen. Du gehst schwanger damit, du möchtest etwas, ja, manifestieren in dieser Welt, in diesem Leben, jetzt zu dieser Zeit, du möchtest etwas gebären, ja, etwas in die Welt bringen. Und da gibt es aber zwei Dinge, die an dir nagen, ja, weil das ist das hier das zentrale Thema, dass es irgendetwas in deinem Leben gibt, was dir ganz viel Sorgen macht, Ängste, was dich auch verzweifelt machen kann, womit du dich beschäftigst, was zu tun ist, zu machen ist. Du bist auch teilweise unzufrieden und manchmal neigst du auch dazu, pessimistisch zu sein und nicht die genügende Hoffnung zu haben und Zuversicht, die du eigentlich haben solltest, weil hier auch etwas sehr Positives liegt. Aber durch deine negative Einstellung hast du dich bis heute selbst ausgebremst und auch dafür gesorgt, dass die Dinge sich verzögert haben. Es ist schon so, dass hier eine Herausforderung liegt, die etwas mit deinem Umfeld zu tun hat und auch etwas mit, ja, mit einer Person zu tun haben kann, zu der du dich auf romantische Art und Weise, also vom Herzen her und von deiner Seele her, sehr tief hingezogen fühlst. Um die Möglichkeit hier einmal kurz anzuzeigen, es ist auch möglich, dass, weil die Fische stehen halt auch immer für Geld und das Materielle, das ist halt auch möglich. Und insofern ist es auch, könnte es auch sein, dass irgendeine finanzielle Angelegenheit zurzeit dir Kummer und Sorgen machen, was für dich eine große Herausforderung ist. Und diese finanzielle Angelegenheit, wenn es denn so ist in deinem Leben, hat auch etwas mit dem Umfeld zu tun. Ja, also mehr Informationen zu finanziellem habe ich jetzt hier nicht und insofern würde ich gerne, wenn ich jetzt fortfahre, bei dieser anderen Möglichkeit bleiben, dass es sich eben hier um eine tiefe Liebe und romantische Beziehung handelt, die dir aber viel Kummer und Sorgen machen und um die sich eine große Herausforderung rankt. Und die Fische spiegeln sich halt auch auf die Schlange. Die hatten wir schon häufiger in der letzten Zeit. Gut, da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte gerne diese Angelegenheit mit deiner romantischen Beziehung nochmal hier unter die Lupe nehmen. Also du trägst Liebe, große Zuwendung in deinem Herzen. Ja, da sind tiefe Gefühle, die sich auch durch den Hund darstellen, weil der Hund eben auch den Seelenpartner bedeuten kann. Es ist möglich, dass es natürlich auch ein Freund, eine Freundin ist, ein kompetenter Berater, eine Person, der du in Loyalität und Treue dich verbunden fühlst und die dir auch helfen kann, in das Glück zu kommen. Ja, ich habe hier das Glück. Es ist erstmal das kleine Glück. Also du möchtest wieder in Freude, Liebe und Harmonie kommen. Ja, das ist ganz wichtig. Und du möchtest
mit dieser Person, die dir hilft, oder auch deinem Seelenpartner, den ich ja gerade hier schon beschrieben habe, der eben auch in dieser Karte steckt, möchtest du einen Neuanfang starten? Du möchtest etwas, wie gesagt, jetzt manifestieren in der Welt, dass es weitergeht für dich, Schritt für Schritt, dass du diese Herausforderung überwindest. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit zu sehr auf Details konzentriert und hast auch den Überblick teilweise verloren, weil sich hier eben zwei Dinge problematisch darstellen. Also es ist nicht das Gefühl zu deinem Seelenpartner, das scheint ganz rein und klar zu sein. Da möchtest du auf jeden Fall mit einer tiefen Beziehung in den Neuanfang. Und du möchtest auch mit Leichtigkeit gehen. Du möchtest vielleicht auch zu deinem Herzensmenschen eine Begegnung herbeiführen mit dir und deinem Herzensmenschen, weil ich habe hier auch die Einladung liegen. Ja, die Einladung spiegelt sich hier auf das Glück, das zurzeit noch das kleine Glück, ja, hier irgendetwas neu zu starten. Vielleicht trägst du dich auch mit einer Kommunikation, dass du deinem Herzensmenschen begegnen möchtest. Also vielleicht hast du eine Einladung im Kopf, die du aussprechen möchtest. Vielleicht hast du auch ein Geschenk, ja, eine Überraschung, irgendetwas aus deinem Partner, Seelenpartner. Ja, das ist, ja, das ist wohl jemand, wenn hier eine Einladung ausgesprochen werden soll, dann kann ich indirekt daraus schließen, dass diese Person nicht unbedingt direkt neben dir ist, ja, dass da vielleicht auch eine gewisse Distanz ist. Es geht hier auf jeden Fall um Kommunikation. Es geht um Kreativität, dieses Glück, was schon in deinem Leben ist, machbar zu machen, das auf den Weg zu bringen. Und dazu hast du eben im Hinterkopf, ob du nicht vielleicht eine Einladung aussprechen könntest, eine Freude machen könntest, wie du hier in die Kommunikation kommst und in die Bewegung kommst. Es kann natürlich genauso gut sein, das ist immer die andere Möglichkeit, dass du von deinem Herzensmenschen hier eine Einladung erwarten kannst. Ja, das ist genauso gut umgekehrt möglich. So, dann habe ich hier noch den Fuchs liegen, der auch zeigt, dass du dir vielleicht in der Vergangenheit über diese Herausforderung, ja, da komme ich gleich noch zu, mit deinem Umfeld, dir vielleicht etwas vorgemacht hast. Vielleicht hast du dich selber, ja, belogen, ja, dir etwas vorgemacht über dich selber, über dein So-Sein oder etwas, was in deiner Vergangenheit liegt, oder aber auch ja eine gewisse Täuschung, ja, also dieses sich vormachen, dieses eine Illusion haben, sich etwas vormachen, kann sich auf dich selber beziehen. Und es kann sich aber auch auf die Angelegenheit, die Herausforderung, ja, was sich da auch als Lernaufgabe darstellt, mit deinem Umfeld beziehen. Aber du bist jetzt hier in der derzeitigen Lage, auch in der Situation, die Dinge zu erkennen, ja, den Riecher zu haben für das, was in deinem Umfeld abläuft, was Kummer und Sorgen macht und auch was die Herausforderung
mit deinem Herzensmensch betrifft. Also du hast lange auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Aber der Fuchs zeigt A auf entweder den Freund, die Freundin in eurem Leben, zeigt auf den Seelenpartner. Und du hast mittlerweile auch, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt auch den richtigen Riecher hast, nach der langen Zeit, die du gehabt hast, in diesem Prozess, die du gebraucht hast, für diese Herausforderung, für die Blockaden, die sich immer wieder dargestellt haben, in der Angelegenheit A zu deinem Herzensmenschen und B in der Angelegenheit zu deinem Umfeld. Da auch die richtige Vorgehensweise, ja, jetzt in sich zu tragen. Ja, also du trägst auf jeden Fall die Lösung in dir. Ja, die Lösung muss jetzt nur aus der Latenz gehoben werden. Und dann kommen wir jetzt einmal, und die Lösung, wie gesagt, mit deinem Herzensmenschen, das liegt hier schon ganz klar, ist die Kommunikation, eine Einladung auszusprechen, hier eine Begegnung in Gang zu bringen, um in das Glück zu kommen, um in den Neuanfang zu kommen, mit diesem Seelenpartner, eventuell auch unter Zuhilfenahme eines guten Freundes, einer weisen Person, eines Ratgebers. So, das ist das, was ich hier schön, sehr schön, romantisch verbunden sehe, ja. Und du möchtest mit diesem Seelenpartner auch, das könnte ich jetzt direkt anfügen, auch nach Hause kommen. Es ist ganz wichtig für dich. Du bist schon so lange unterwegs und du scheinst ja schon seit langer Zeit so viele Gedanken zu machen und auch Ängste und Zweifel. Da war oft auch Frust in deinem Leben, wenn sich dir vielleicht sogar Hindernisse in den Weg gelegt haben. Und vielleicht hast du auch manchmal dazu geneigt, so schnell aufzugeben. Vielleicht hast du auch manchmal Mauern um dich herum aufgebaut, nach dem Motto, lasst mich alle in Ruhe, das wird mir zu viel. Vielleicht hast du dir auch gesagt, ich kann nicht. All das ist möglich, all das könnte die Blockade darstellen, die aber in dir persönlich ist. Diese Blockade gilt es jetzt zu überwinden. Und es gilt auch, wirklich jetzt diesen Riecher dafür zu haben, für die Möglichkeiten, die sich hier bieten, in diese Kommunikation zu kommen. Damit du eben bei dir zu Hause ankommst. Damit du vielleicht auch mit deinem Seelenpartner eine Familie gründen kannst. Auch das ist hier angezeigt. Ja, ich hatte hier noch eine Zusatzkarte und die zeigt an, dass du auf jeden Fall mit deinem Herzensmenschen ein Fundament aufbauen möchtest. Ein festes, sicheres Fundament. Du möchtest eine Basis schaffen, auf die ihr beide in Zukunft bauen könnt. Ja, eine Sicherheit möchtest du aufbauen. Ja, also da möchtest du zu dir nach Hause kommen und auch zu deinem Herzensmenschen. Und was ich eben gesagt habe, auch in Bezug auf das Finanzielle und auch auf den Seelenpartner. Da ist eben diese Herausforderung durch die Energie, die hier durch die Schlange dargestellt wird. Die Schlange, sage ich dazu, zeigt immer einen Transformationsprozess. Das ist diese Herausforderung, in der du dich gerade befindest. Ja, das ist gerade, es zeigt sich hier eine Situation an, wo du eine alte Haut, bisherige Verhaltensweisen
bisheriges Denken, vielleicht auch manchmal das Fühlen, eine alte Haut abstreifen musst, um viel mehr Zugang zu dir selber zu bekommen und dadurch auch den viel mehr Zugang auf jede Art und Weise, auf jeder Ebene zu deinem Seelenpartner zu bekommen. Ja, ein Transformationsprozess, in dem Altes, eine alte Haut von dir sich abstreifen. Also du musst diese alte Haut abstreifen. Wenn du vielleicht Masken getragen hast, ja, den anderen, den Mitmenschen, insbesondere einem Umfeld, was sich hier auch darstellt, etwas vorgemacht hast, dich nicht so gezeigt hast, wie du bist, dann bist du noch nicht zu Hause angekommen. Ja, dann stellt das zumindest diesen Teil dar, dieses Transformationsprozesses. Ja, das Ganze ist für dich sehr schwierig gewesen. Und du bist manchmal auch nur vielleicht sogar mit, ja, nicht mit List, also in positivem Sinne, auch mit Planung, ja, Strategien, so das Wort fehlt mir gerade, auch mit Strategien vorangekommen oder hast diese Situation bisher bewältigt. Das Thema, was sich jetzt hier drum rankt, was mit deiner eigenen persönlichen Transformation zu tun hat, um hier neu geboren zu werden, ja, und auch die Voraussetzung in dir schaffst, mit deinem Herzensmenschen zusammenzukommen. Das ist eine Herausforderung. Es kann sich aber auch um, die Schlange stellt auch immer das Thema einer Mutter dar. Es kann sich auch um ein Mutterthema hier handeln, was du zu bewältigen hast. Und das kann dann auch mit dem inneren Kind zu tun haben, dass du in der Vergangenheit nicht gelernt hast, genügend dein Kind, deine Wünsche, deine Träume, deine Gefühle zu sehen, wahrzunehmen und nicht genügend dafür gesorgt hast, das Allerbeste für dich selber zu tun. Das, was dir gut tut, in diesem Leben, auf deinem Herzensweg im Rahmen auch deines Seelenplanes, da nicht genügend für dich gesorgt hast. Ja, es ist heute sehr stark auch diese innere Problematik, die es hier zu überwinden gilt. Aber wie gesagt, das kann sich auch um eine Person der Mutter drehen und ranken. Und es kann auch grundsätzlich ein weiteres Umfeld, eine Situation darstellen durch Personen in deiner Nähe, die schwierig, kompliziert waren, die dich auf irgendeine Art und Weise festgehalten haben, die dich auf der Stelle haben treten lassen, was dich dann auch immer wieder verzweifelt gemacht hat. Ja, wir haben ja hier die Sorgen, Ängste und auch die Unzufriedenheit. Irgendwie kamst du nicht weiter. Du hast hier auf der Stelle getreten, auch in Bezug auf dich selber, aber auch in Bezug auf dieses Umfeld. Da können sehr wohl Personen in deinem Umfeld sein, die auch sehr giftig sind. Es kann sich auch um ein toxisches Umfeld handeln. Ein toxisches Umfeld, was dann auch zu verlassen ist, weil wir ja hier den Stirb- und Werdeprozess haben. Um alles Neue in Gang zu bringen, musst du alles Alte loslassen, was dir nicht gut tut. Ja, was dich hindert auf deinem Weg des Seelenplanes, auf deinem Herzensweg, auch zu deinem Herzensmenschen voranzugehen,
Denn deine Seele will sich ja entwickeln. Die will ja vorankommen. Das ist das größte Bedürfnis der Seele, sich an all dem, was wir erleben, auch zu entwickeln. Dafür sind wir hier in diesem Leben. Und alles, was uns entgegenkommt, jede Herausforderung, ist eine Lernaufgabe, die wir uns auch wirklich selber vorgenommen haben, auf dem Weg in unserem So-Sein, in unser So-Sein zu kommen und was dann auch steht und festgeschrieben ist in unserem Seelenplan. Denn wie gesagt, wir lernen nicht, wenn wir uns, wie soll ich sagen, auf die Couch legen und die Arme verschränken und nichts tun. Dann kann unsere Seele nichts lernen, dann kann sich unsere Seele nicht weiterentwickeln, dann kann sie nicht vorwärts kommen, dann kann sie auch nicht in das So-Sein kommen, was ich auch in der Begrüßung beschrieben habe. Das ist also ganz wichtig, immer wieder auch die Herausforderung als Chance zu sehen, ja, als positive Chance, diese Herausforderung, das auch dankbar anzunehmen, denn ich soll hier etwas lernen. So, ich denke mal, dass ich das Notwendige hier beschrieben habe. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Dann würde ich gerne in die Zusatzkarten gehen und nochmal horchen. Großvater. Was sollte hier noch hinzugefügt werden? Was ist wichtig? Was, genau. Ja, machen wir die schon mal. Ja, da legt sich hier auf die Herausforderung. Habe ich hier Zusatzkarten. Ja, da möchte ich auch direkt drauf eingehen. Also, die Herausforderung mit dem Umfeld, mit einem Mutterthema oder auch der Person der Mutter, ja, die hier angezeigt ist. In dem einen oder anderen Fall ist es auch möglich, möchte ich noch anfügen, zu dieser Energie der Schlange kann es sich auch um eine dritte Person handeln, um einen Rivalen oder eine Rivalin, um die sich die Herausforderung einer Lernaufgabe dreht. Diese Herausforderung hat dich oft in die Einsamkeit, in den Rückzug. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen gezwungen, aber sie hat dich bewogen dazu, dich immer wieder zurückzuziehen. Dass du immer wieder das Gefühl hast, das wird dir zu stressig, das wird dir zu viel. Vielleicht hat es dich auch sehr erschöpft. Und dass du wirklich dich immer wieder zurückgezogen hast, deine Ruhe haben wolltest vor all dem Negativen, was ich jetzt hier liegen habe. Ja, da ist gerade die Information gekommen, dass Ärger, Wut und Streit dir aus dem, also in deinem Umfeld waren, dir entgegengeschlagen sind. Vielleicht hast du dich auch bedroht gefühlt. Jetzt gerade auch. Nochmal ganz besonders in den letzten, ja weiß ich, in diesem Jahr. Vielleicht wurde das immer schlimmer. Vielleicht war früher auch eine negative Situation in deinem Leben, was aber jetzt von der Energie her hochgeschlagen ist, was viel mehr geworden ist. Die Belastung, die sich auch durch negatives Verhalten, durch negative Gedanken in deinem Umfeld, durch den Ärger, den du vielleicht damit gehabt hast, dir bereitet wurde. So, ich möchte einmal weiter gucken, welche Botschaften sollen hier noch kommen. So, dann habe ich hier noch und die Karte.
So, und jetzt kommen nämlich Personen und kommen nähere Informationen zu deinem Umfeld. Und zwar möchte ich dir gerne beschreiben, dass in deinem Umfeld eine Person sein kann, bei der es sich um eine Geliebte handeln kann, einen Geliebten, eine gleichaltrige Person, die kann auch deine Freundin gewesen sein oder dein Freund. Ja, die war oder ist euch noch zugetan. Gleich als Freundin auch, ja. Ja, aber ich bin ja skeptisch, weil das fällt schon hier auf eine Situation, ja, ich lege das mal so, die mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Und es kommen hier noch weitere Personen. Ich habe hier noch eine zweite Tochter oder zweiten Sohn, mittleres Kind oder auch Zwillinge, die in einer Angelegenheit eine Rolle gespielt haben, die jetzt in die Öffentlichkeit kommt, die öffentlich gemacht wird, oder aber die mit einer Behörde zu tun hat, mit, also eine amtliche, öffentlich-rechtliche Angelegenheit, ja, irgendeine Behörde. Und da geht es tatsächlich um drei Personen. Ja, ich habe hier nochmal die Zahl 3. Und diese Person, ja, diese gleichaltrige Freundin, und das Geschlecht dreht euch um, da müsst ihr schauen, oder auch Geliebte, oder auch Ex-Geliebte oder Ex-Geliebter, und wie gesagt, diese zweite Tochter, zweiter Sohn und die Zwillinge, die haben etwas mit einer Behörde zu tun, mit einem Amt. Oder einer Entscheidung oder einem Bescheid, die jetzt von einem Amt, einer Behörde kommt. Und es hat auf jeden Fall etwas mit der Öffentlichkeit zu tun. Hier wird irgendetwas öffentlich gemacht, das soll ich euch sagen. Vielleicht bekommt hier auch jemand eine Einladung zum Gericht, bekomme ich gerade rein. Dass es irgendwie um eine gerichtliche Angelegenheit geht, wo jemand, ich habe hier auch die Einladung liegen, wo jemand eine Einladung bekommt, was ja bei Gericht Vorladung bedeuten würde. Ja, also es kann in dem einen oder anderen Fall auch das bedeuten. Ich muss das jetzt ansprechen, weil es mit der Öffentlichkeit einer Behörde, mit dem Gericht zu tun hat, Einladung, Vorladung, Bescheid. Und es hat mit vielen Leuten zu tun, das steht fest. Und es kann auch mit mehr als drei Personen zu tun haben. Und es kann auch etwas sein, was mit dem Ausland zu tun hat, soll ich euch sagen. Also da scheint irgendetwas zu kommen, liegt in der Luft und hat auch mit dieser Problematik, mit der Herausforderung zu eurem Umfeld zu tun. Ich muss das mal so stehen lassen. Es kann sich auch um ein Betrug, ein Verrat handeln hier in dieser Angelegenheit, die ich zuletzt beschrieben habe. Es ist möglich, dass irgendjemand in einer Angelegenheit sich davonstehlen wollte. Dass er sich aus der Situation
herausziehen wollte oder herausziehen will. Ja, das sind alles jetzt so Fragmente einer Angelegenheit, die ihr euch zusammensetzen müsst. Falschheit, irgendeine Art von Falschheit, Lügen und Betrug, Unehrlichkeit, vielleicht auch, ja, es kann auch etwas mit einer Falle, dass man euch oder anderen hier in diesem Umfeld eine Falle gestellt hat. Das alles ist möglich. Und ich bekomme auch noch abschließend zu dem, was ich als Behörde beschrieben habe, dass es sich auch um ein Netzwerk handeln kann. Ja, das Wort Netzwerk. Und jetzt möchte ich gerne noch weiter fragen. Was sollte jetzt hier noch hinzugefügt werden, Großvater? Was ist wichtig, hier und heute auszusprechen? Diese Karten. Ja. So, dann habe ich hier also nochmal in diesem Umfeld, das ich eben beschrieben habe, ja, es sind zumindest drei Personen. Ich hatte schon mal gerade gesagt, mindestens drei Personen, können aber auch insgesamt fünf sein. Drei Personen, mit denen du vielleicht immer in Frieden leben wolltest, das aber nicht möglich war, die auf irgendeine Art und Weise, dass hier auch immer Streit in der Luft lag, du vielleicht im... um deine Ruhe zu bekommen, deinen Frieden, deine Harmonie, in die du ja eigentlich kommen möchtest, immer wieder nachgegeben hast. Ja, dieses Nachgeben. Nachgeben vor anderen Personen, die mit mir streiten, mit mir meckern, die mit mir vielleicht nicht einverstanden sind, mit dem, wie ich die Dinge sehe, wie ich die Dinge also wie du die Dinge siehst, nicht wie ich, sondern wie du die Dinge siehst, wie du dich verhalten hast. Da war Streit, ja, mit weiteren drei Personen. Und um des lieben Friedens willen hast du wahrscheinlich viel zu oft nachgegeben. In dieser Angelegenheit kann dir aber, und hier kommt nochmal der Hund, ich habe jetzt zweimal den Hund, ja, also das ist schon sehr faszinierend, wie das heute doppelt liegt. Was bedeutet, dass eine Person in deinem, auch in deiner Nähe ist, eine Person in deinem Umfeld, in deiner Nähe, die du kennst, in der du eben loyal, mit der du loyal und treu verbunden bist, der du wirklich vertraust, mit der du reden kannst. Die scheint dir helfen zu können, ja. Und es ist auch möglich, dass diese Person, die dir helfen kann, ja, ich habe hier wieder den Bezug auf das Glück und den Neuanfang, dass es sich eben auch um deinen Seelenpartner handeln kann, deine Seelenpartnerin, mit dem du jetzt einen Neuanfang starten möchtest. Ja, es kann dir also auch diese treue, loyale Freundschaft oder eine kompetente Person, ein Ratgeber, aber diese Person kann auch durchaus deinen Seelenpartner darstellen, der dir eben helfen kann, der dir genau in dieser Situation, die sich hier auftut, helfen kann und dir zur Seite stehen kann und dir helfen kann, in dein Glück, in deinen Frieden, in deine Harmonie zu kommen. Und es soll dir auch gesagt sein, dass das Universum an deiner Seite ist, in diesem Prozess, bei dieser Lernaufgabe, in dem, was jetzt zu machen und zu tun ist, bei dem, was jetzt hier vielleicht auf dich zukommt an Entscheidung. Ja, Entscheidung,
eines Gerichts, einer Behörde, dass all das, was ich eben beschrieben habe, dir steht universaler Schutz zur Seite. Du sollst immer wissen, dass das Universum dich schützt und führt. Und dass das Universum und dein Seelenpartner und oder eine weitere loyale Person dir zur Seite steht. Dass Kommunikation wichtig ist. Ja, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und ja, und ich soll dir auch sagen, Gott Vater steht dir auch zur Seite in diesem Prozess. Ja, hier den Riecher zu haben, die nötige Strategie, auf das zu reagieren, was ist und was jetzt kommen wird. Das soll ich noch sagen. Los weiter. Was soll hier noch hinzugefügt werden? Was ist noch wichtig zu sagen? Oder solltest du heute hier so stehen bleiben? Ja, das dürfte ein bisschen. Schauen wir nochmal, was sich da zeigt. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, dass die Mauern, die ihr bisher aufgebaut habt, Mauern in euch selber, Mauern, die euch vielleicht manchmal haben Masken tragen lassen, euch selber Masken tragen lassen, dass ihr euch nicht so gezeigt habt, wie ihr sind. Oder auch die Mauern, die ihr zum Schutz aufgebaut habt. Weil ich habe nämlich jetzt hier den Teufel, ja, der fällt jetzt hier. Also es ist hier tatsächlich eine Situation in eurem Umfeld mit eurem, mit ganz bestimmten Personen in eurem Umfeld, die euch nicht wohlgesonnen sind, die euch auch feindlich gegenüber eingestellt sind, die euch vielleicht in der Vergangenheit immer wieder gelockt haben mit irgendwelchen Dingen, mit Gewinnen, die ihr macht, mit Versprechungen, wie toll alles ist und sein wird. Also diese Person, die sich hier darstellt, zu der war eine Abhängigkeit, weil ihr gedacht habt, ihr bekommt irgendetwas geschenkt, das aber eher im Bereich des Materiellen war, was dann mit Geld zu tun hatte, einem alten Vertrag, ein alter Vertrag, der jetzt hier beendet werden muss, weil es kann sich auch um Süchte gehandelt haben. Also sind auf jeden Fall Abhängigkeiten zu dieser Person. Und diese haben euch ganz viel Ängste gemacht, ja. Hier kommen nochmal die Ängste, Zweifel, Unsicherheiten, weil diese Person, eine oder mehrere in eurem Umfeld, sich sehr als sehr mächtig darstellen und dargestellt haben. Es ist eine alte Geschichte, das habe ich ganz am Anfang gesagt, eine Sache, mit der ihr schon lange schwanger geht, die schon, euch schon lange beschäftigt und euch schon viel zu lange Kummer und Sorgen macht und euch viel zu lange in einem Zustand haltet, der nicht gut für euch ist, der euch krank macht und der euch auch nicht weiterentwickeln lässt. Ja, also diese Person ist wirklich mit äußerster Vorsicht zu genießen, aber irgendetwas in Bezug auf diese Person wird ans Licht kommen auch und wird offenkundig, wird in die Öffentlichkeit gelangen. Ja, soweit
kann ich das hier sehen? Also es gilt immer, ihr müsst schauen, wo es euch betrifft, wo es euch berührt, wo es etwas mit eurem Leben zu tun hat. Und die Person von euch, die sich hier angesprochen fühlen durch das, was ich sage, oder auch nur ein Teil davon, die werden genau wissen, was ich meine. Es geht darum, also es kann auch in irgendeiner Art und Weise ein jüngstes Kind eine Rolle gespielt haben, das jüngste Kind, ein drittes oder viertes Kind oder auch ein Enkelkind. Auf jeden Fall eine sehr junge Person spielt hier auch eine Rolle in Bezug auf diese Abhängigkeiten zu der Person, ja, die immer eine Maske getragen hat, die sich nicht gezeigt hat, wie sie ist, die immer ihren Ego-Bedürfnissen gefolgt ist, ohne Rücksicht auf Verluste, was euch immer wieder wütend gemacht hat und was, wo ihr auch wisst, das geht nicht mehr und ich muss mich dem entziehen, ich muss dem ein Ende bereiten. Ja, denn hier spielt etwas Neues eine Rolle. Es kann ein kleines Kind sein, auch wie ich gerade beschrieben habe, aber etwas steckt hier auch noch in den Kinderschuhen. Auf diese Art und Weise kann auch sich jetzt eine Situation darstellen in eurem Leben, was noch etwas, was noch sehr klein ist, noch sehr jung ist, was jetzt gesät wurde, also ein Samen, der gesät wurde, kann auch in einer Situation sein, wo die Ernte noch sichtbar werden wird, so in dieser Art. Da kommen auf irgendeine Art und Weise noch Chancen, Möglichkeiten, etwas wird jetzt beginnen, etwas wird sich neu entwickeln, gute Gelegenheiten. Ganz bald jetzt, ganz bald ein Neuanfang. Ja, du wolltest ja in den Neuanfang mit deinem Herzensmenschen. Ja, und den Neuanfang habe ich auch zweimal hier liegen. Irgendetwas wird sich hier drehen, wenden, sich aufdecken, was nicht mehr so geht, was diesem Transformationsprozess unterliegt, damit du hier wieder neu geboren werden kannst. Weil es ist dringend notwendig, dass du wieder in deine Harmonie, in deinen Frieden kommst. Dass du in deine Mitte kommst und dein Herz spürst und fühlst und wo du hin möchtest, wo es dich hinzieht. Nämlich zu deinem Seelenpartner. Du möchtest nach Hause kommen, in Frieden sein und leben. Und nach Hause kommen. Gut, jetzt frage ich noch einmal, ob hier noch irgendetwas gesagt werden soll, Großvater. Ja. Ist das sonst noch etwas, was hier noch anzufügen ist, Großvater? Ja. Ja. Die Informationen gebe ich euch noch dazu. Und zwar, hier ist noch eine weitere Person gefallen. Eine Frau, die hohes Kalkül hat, die einen scharfen Verstand hat, cool ist, die euch auch bekämpft hat. Die stellt sich hier als Ritterin dar. Eine Person, die weiblich ist, die euch auch Kummer und Sorgen gemacht hat, die eben eine Ex-Freundin darstellen kann oder auch diese gleichalte Frau. Also wenn es die gleiche Person ist, dann ist die auf keinen Fall positiv oder nicht mehr für euch. Ja, aber diese Person Ex-Freundin, kann auch eine Schwester sein, es kann auch eine Tante sein, dann ist sie nicht ganz gleichaltrig. Die ist in diesen
in dieses negative Umfeld mit eingebunden. Und auch vor dieser Person wird gewarnt. Die steht auf irgendeine Art und Weise im Zusammenhang mit diesem, mit dieser Person, die hier als Teufel dargestellt war. Und auch zu dieser Person, die aber auch eine Mutter darstellen kann. Die kann durchaus auch eine Mutter darstellen. Diese beiden Personen sind die wichtigsten, die gegen euch angehen, die euch festhalten, die euch anbinden, euch hinter den Mauern verstecken lassen in Kummer und Sorgen, die euch hindern und hemmen, glücklich zu sein, in eure Kraft zu kommen, in eure Harmonie und letztendlich auch hier jetzt den Weg des Herzens zu beschreiten. Also Vorsicht, ganz besonders vor diesen beiden Personen, die ich zuletzt beschrieben habe. Diese Angelegenheit, damit seid ihr schon eine Zeit lang unterwegs, das habe ich heute auch schon mehrfach gesagt, die läuft aber auch und fährt wie der Zug, wie eine Lokomotive, wird sich diese Angelegenheit, soll ich euch sagen, nun entwickeln. Es ist alles auf dem Weg, die Situation wird geführt, gelenkt und geleitet in Richtung auf das Ziel, was hier angesteuert werden soll. Es gibt hier dieses schöne, gute, positive Ziel, ja, was ich jetzt ja auch mehrfach gesagt habe, wo du hin möchtest. Ihr bekommt himmlische Unterstützung hier in dem Unterwegssein, in diesem Prozess. Es war ein langer, weiter Weg und ihr seid schon lange auf der Reise, aber die Lokomotive, die ist sehr stark und sehr mächtig. Der Schicksalsweg, der läuft jetzt ganz stark weiter. So in diesem Sinne möchte ich euch das rüberbringen. Hier ist richtig etwas am Dampfen und hier kocht jetzt etwas über. Und all das wird weiterhin ganz stark in Richtung Bewegung gehen. Es wird ganz stark in Bewegung kommen, um an seinem Ziel anzukommen. Und das mit göttlicher, himmlischer Unterstützung und Führung. Und ihr sollt auch nochmal wissen, dass für das Finanzielle für euch, für dich immer gesorgt sein wird und gesorgt ist. Du sollst dir keine Sorgen um das Finanzielle machen. Es liegt hier das große Geld. Es liegt hier die Aussicht auf gute materielle Einkünfte, eine gute materielle Sicherheit in der Zukunft. Also auf jeden Fall in der Zukunft, jetzt und in der Zukunft, weil das ja jetzt gefallen ist, gilt es ab jetzt. Wohlstand soll euch hier angesagt werden, wenn ihr noch nicht im Wohlstand seid, dann ist hier der Wohlstand angesagt. Ihr werdet etwas vermehren können und das nicht nur an innerer Sicherheit, an Entwicklung, an Gesundheit, jetzt auch wieder in die Gesundheit zu kommen. Euer Wachstum wird vermehrt. Ja, ihr werdet euch durch diesen Prozess, der jetzt hier gerade auf Hochtouren läuft, genau, das war das Wort. Dieser Prozess läuft auf Hochtouren. Und ich soll euch sagen, auch wenn ihr nicht alles sehen könnt, läuft viel im Verborgenen, läuft viel im nicht sichtbaren Bereich auf dem Weg zum Ziel. Ja, es ist ein
sehr, sehr gutes Wachstum ist hier, liegt hier gerade. Und was ich jetzt abschließend auf jeden Fall sagen muss, euer Herzensmensch, ja männlich oder weiblich, ist die der Richtige. Euer Herzensmensch bedeutet für euch ein wahrer Schatz und euer Herzensmensch ist euch ein Schatz und ihr kommt jetzt auch mit ihm in den Neuanfang. Ja, der Neuanfang, alle Chancen und Möglichkeiten, alles, was unterschwellig schon läuft, alles, was jetzt nochmal hochkommt aus der Latenz der Fische, ist für euch positiv, finanziell und in der Liebe. So, und das möchte ich jetzt auch so stehen lassen. Und möchte einmal noch in die Karten von Marion Anders, in die Seelenentwicklungskarten, um dann nochmal etwas bei euch reinzuschauen. Großvater, was sollte hier noch gesagt werden? Was ist wichtig auszusprechen? Was gehört noch mit in das Thema des Lernens und der Herausforderung? Ja, ich lese mal gerade an die Seite. Möchte hier gerade noch etwas kommen? Was ist noch wichtig zu sagen? So, also zu allerallererst ist hier die Liebe gefallen. Ja? Die Liebe ist hier, es geht um die bedingungslose Liebe. Und ihr sollt den Weg der bedingungslosen Liebe gehen. Ihr sollt alles dafür tun. Du sollst alles dafür tun, damit du hier in die bedingungslose Liebe kommst. Dein Herzensmensch so annimmst, wie er ist, mit all seinen Anlagen und Fähigkeiten, mit all dem, was gewesen ist in der Vergangenheit. Weil ihr werdet über die Kommunikation die Möglichkeit bekommen, über alles zu sprechen, was notwendig ist, um alles auszuräumen. Ja, dass Kummer, Sorgen, Zweifel, all das soll ausgeräumt werden. Die Liebe wartet auf dich, soll ich dir sagen. Ja, schaue in dein Leben, aber ich glaube, du hast schon hingeschaut, du weißt, um wen es sich hier dreht und erkenne die Liebe in deinem Leben. Ja, aber erkenne auch die Liebe zu allem so sein, ja, in der Natur und erkenne auch die Liebe für dich, das ist auch ganz wichtig. Du sollst deinen Platz finden im Leben und das hatte ich gerade schon mit dem Haus, das hier gefallen war. Also die Karten sprechen hier wieder sehr schön miteinander. Du sollst deinen Platz finden. Du sollst das Gefühl haben, nach Hause zu kommen. Nach Hause zu dir selber. In dir selber die Ruhe und die Kraft zu finden. In sich selber die Liebe zu spüren. Um auch deinem Herzensmenschen die Liebe zu geben, die er verdient oder die sie verdient, ja. Es geht auch um Wertschätzung des Herzensmenschen. Ja, vielleicht sind da noch irgendwelche Themen, die noch aufgearbeitet werden müssen und die auch in Bezug auf den Herzensmenschen eine Bedeutung, eine Rolle spielen, weil ich habe hier auch finanzielle Themen. Ja, die Finanzen sind ja hier aufgeschwungen, zuallererst durch die Fische, wo ich gesagt habe, ja, das ist auf der einen Seite diese romantische Liebe, auf der anderen Seite das Finanzielle. Du sollst auf deine Finanzen achten. Und du sollst auch vorbereitet sein
dass jetzt hier die finanziellen Themen gelöst werden, falls du Probleme mit den Finanzen hattest, dass du vielleicht meintest, du hast in der einen oder anderen Sache nicht genügend Geld, dann wird sich hier etwas auftun. Und jemand, der Sorge hat, dass er künftig vielleicht auch sogar im Zusammenhang mit dem Herzensmenschen auf irgendetwas verzichten müsste, was materieller Art ist, dann soll ich euch sagen, nein, für deine Finanzen ist gesorgt. Du sollst dir keine Sorgen machen um finanzielle Angelegenheiten in der Zukunft. Ja, und da müsst ihr immer mal schauen, wo euch das betrifft, was ich sage. Also die verschiedenen Möglichkeiten, meine ich. Ja, erkenne deine Anlagen und Fähigkeiten. Erkenne, welche Werte du in dir trägst. Erkenne deinen Mut, deine Kraft, deine Energie auch, deine Energie und Handlungskraft, die auch hier gefordert ist. Ja, immer dann, wenn du hier etwas tun musst, dann ist das der Mars, der auch für die rote Farbe steht, und das ist halt die Energie und Handlungskraft, etwas zu manifestieren in der Welt. Ja, wir haben unsere Tatkraft, unsere Handlungskraft, um das in die Welt zu bringen, um das zu kreieren, was in dir ist, und um das zu kreieren, was du dir für dein Leben wünschst, dass alle Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Und dazu sollst du allen Mut und alle Kraft in deine Hände nehmen. Und dich der Fülle auch der Möglichkeiten öffnen, die sich dir immer bieten werden. Ja, manchmal muss man gucken, was ist die richtige Strategie. Aber in Bezug auf die Liebe und auch auf den Herzensmenschen zuzugehen, die Art und Weise mit dem Herzensmenschen zu kommunizieren, das unterliegt deiner eigenen Kreativität. Sei also in jeder Hinsicht Schöpfer deiner Lebensumstände. Großvater, sollte hier noch etwas gesagt werden? Ja, jetzt kommt hier tatsächlich nochmal das Thema des inneren Kindes. Ja, das innere Kind kommt. Und das hatte ich schon angesprochen eben. Ja, das ist immer, wenn die Schlange, die auch eine Mutterproblematik darstellen kann, eine schwierige Ursprungssituation. Und wenn die sich schwierig darstellt, ist da oft ein Mangel in Bezug auf die Mutter, ja, aus der Kindheit, aus den Anfängen eures Lebens, der Beziehung zu eurer Mutter, dass da irgendeine Art von Mangel, ja, ein seelischer Mangel entstanden ist und der auch immer etwas mit eurem inneren Kind zu tun hat. Und dass es in dem Fall, wenn bei euch die innere Kindproblematik vorliegt, sag ich mal, ja, die ja schon in unserem, auch in unserem Geburtshoroskop kann man das sehen. Ja, das ist eine ganz bestimmte Konstellation, die man im Geburtshoroskop schon sehen kann, dass dieses Thema des inneren Kindes sich im Leben aufschwingt. Und die Mutter ist die Person, an der wir das erleben. Nämlich, dass da ein Mangel ist, weil die Mutter nicht die Zuwendung geben konnte, die für das Kind notwendig gewesen wäre, zu erfahren, geliebt zu werden. Ja, da ist als Kind konnte nicht die Erfahrung gemacht werden, geliebt zu werden. Und dann hat man große Schwierigkeiten, erstmal im Leben, aufzuarbeiten, in die Selbstliebe zu kommen. Das Thema ist dann die Selbstliebe.
weil man diesen Mangel, den man erlebt hat in der Kindheit, ausgleichen muss. Das ist unsere Aufgabe, das steckt in diesem Thema drin, dass wir lernen müssen, uns selber zu lieben. Ja, und das kann hier ein großer Anteil der Problematik sein, die dich hier gehindert und gehemmt haben, vorwärts zu gehen, nämlich dass du dich nicht selbst genug geliebt hast. Auch das ist mit der Liebe gemeint. Ja, die Selbstliebe, die Eigenliebe. Und wenn wir uns nicht genug selber lieben, haben wir auch dann oft Schwierigkeiten, einen anderen Menschen so zu lieben, wie es ihm gebührt. Weil wir erst lernen müssen, uns selber zu lieben, uns alles Gute zu tun, uns zu sehen, wie wir sind, das eigene innere Kind in den Arm zu nehmen und ihm die Herzenswünsche zu erfüllen. Denn wenn wir diese Problematik in uns tragen, des inneren Kindes, erleben wir sehr lange Enttäuschungen in unserem Leben, in Beziehungen, weil sich der Mangel der Selbstliebe im Außen zeigt, dass dich dieser Mangel, der eigene innere Mangel, durch Beziehung, durch ein Gegenüber im Außen spiegelt, sich anzeigt. Also ist es möglich, dass ihr schon sehr oft im Leben enttäuscht worden seid. Und deswegen ist es so wichtig und stellt hier, deswegen rede ich jetzt gerade so lange drüber, ein ganz wichtiges Thema dar. Die mangelnde Selbstliebe muss jetzt hier zum Ausgleich gebracht werden. Durch die Selbstliebe, ja, sich selbst zu beeltern lernen, selbst die eigene Mutter und der eigene Vater zu sein für sich, egal ob du Mann oder Frau bist, dieses eigene innere Kind zu beeltern, gut zu seinem eigenen inneren Kind zu sein. Ja, das ist die Selbstliebe, die Verantwortung auch für sich selber zu übernehmen, dass es mir gut geht und ich mir alle Wünsche erfülle, die notwendig sind, dass ich in mein Glück und in meinen Frieden, in meine Harmonie komme. Und in dieser Legung stellt sich Glück, Frieden und Harmonie auch dar durch den Seelenpartner, den Herzensmenschen, der für uns ein wahrer Schatz ist und der ja hier auf dich wartet. Und dafür sollst du dankbar sein. Es ist ganz wichtig, dankbar zu sein, dass du diesen Herzensmenschen in deinem Leben hast. Ja, da, auch daran zu heilen durch die Dankbarkeit. Alles das, was hier geschieht, ist da, damit du etwas lernen kannst. Und immer wieder dankbar zu sein, auch für das, was wir lernen, für die Themen, die wir haben, auch wenn sie sich schwierig darstellen. Aber es sind auch immer die Geschenke da und die Geschenke des Lebens zu sehen und dafür dankbar sein. Und für diejenigen, die schon einen Partner in ihrem Leben haben, ist es auch wichtig, dankbar dafür zu sein, dass dieser Partner bereits in deinem Leben ist. Ja, jeden Tag dafür zu danken, einen ganz wunderbaren Menschen an seiner Seite zu haben. Einen Menschen, den ich liebe und der mich liebt. Ja, das ist das Höchste der Gefühle. So, und jetzt möchte ich gerne in weitere Botschaften gehen. Einen Moment. Was war da, was sollte dem Kollektiv hier heute noch gesagt werden? Was sollte dem Kollektiv heute noch an die Hand gegeben werden? Geraten werden? Worauf sollte das Kollektiv achten? So.
So, dann möchte ich euch gerne ein paar Dinge an die Hand geben. Entschuldigung. Heute lasse ich meine Gedanken fliegen. Ich lasse sie ziehen und vereinnahme sie nicht. Das heißt, ich mache mir heute keine negativen Gedanken. Wie in einer Meditation kann ich alles sehen, wahrnehmen an Gedanken und lasse es aber ziehen und fliegen, sodass ich in diesen Zustand des reinen So-Seins komme, der mich entspannt und der mich einfach sein lässt. Ja, mein Sein. Ich halte an nichts mehr fest, da ohnehin nichts für immer bleiben kann. In absoluter Freiheit nutze ich die Dinge, ohne mich an sie zu binden. Ja, und ich denke, hier ist angesprochen worden, weil es ging hier um Abhängigkeiten zu Personen, die dir nicht gut tun in deinem Umfeld. Und an denen sollst du nicht festhalten, weil ohnehin nichts ist, wie es ist. Alles unterliegt der Veränderung, für immer und ewig. Das Einzige, was sicher ist im Leben, ist das, dass sich immer alles verändern wird. Und insofern können wir an nichts festhalten, auch nicht an den materiellen Dingen. Alles wird vergehen, aber die Liebe bleibt. Die Liebe ist für immer und ewig. Um loszulassen, gilt es, den Moment zu bejahen. Kannst du zu allem ohne zu zögern Ja sagen? Und da sollst du dich fragen, zu deinem Herzenspartner und Seelenmenschen kannst du vielleicht Ja sagen. Und das sollst du auch. Aber was ist mit diesem Umfeld, was dir nicht gut tut? Was dir schon sehr, sehr lange nicht gut tut? Und wo jetzt alte Verträge enden müssen durch diesen Transformationsprozess? Ja, das ist hier angesprochen. Kannst du zu allem Ja sagen in deinem Leben, was jetzt ist? Und achte immer wieder darauf, dich zu freuen über das Leben, was auch immer es mit sich bringt. Es lädt dich dazu ein, Raum zu schaffen, um die kleinen Geschenke des Alltags nicht zu übersehen. Du kannst diesen Raum nur schaffen, wenn du all deine Gedanken kontrollierst und negative Vorstellen ziehen lässt. Ja, und das, die Kontrolle ist hier gemeint, eben wahrzunehmen, dass es negative Gedanken sind. Ja, dass es Gedanken sind, die dich hindern und hemmen und einengen und nicht frei sein lassen. Und du sollst vor allen Dingen die Vorstellungen, die negativ sind und dich hindern und hemmen, ziehen lassen. Ja, das Ziehen lassen, das Freigeben von Altem. Das ist auch hier angesprochen. Fürchtest du dich davor, etwas aus deinem Leben freizugeben, etwas loszulassen? Ja, wenn du Angst hast, Personen loszulassen, Situationen loszulassen. Ja, vielleicht, weil du auch eine Bindung verspürst zu diesen Situationen, zu dem, was dich umgibt, woran du hängst. Auch Personen, auch wenn sie negativ ist, spüren wir oft eine Verbindung. Und dafür war sie auch gut, die Verbindung. Sonst wärt ihr diesen Personen niemals begegnet. Aber vergiss nicht, dass Loslassen eine Saat ist, die neue Früchte hervorbringen wird. Ja? Es soll hier etwas Neues entstehen. Und das steht in deinem Seelenplan. Und das Neue muss kommen und das Neue wird kommen. Das wird kommen, weil keiner stehen und stecken bleiben kann in seinem Leben. Das ist ein Gesetz, denn es wird sich immer und ewig alles verändern. Also sorge dich nicht
Das Leben wird für dich sorgen, wenn du dich ihm nicht entgegenstellst. Gebe dich dem Leben hin und stelle dich dem Leben und der Liebe. Stelle dich der Liebe nicht entgegen. Ich richte meinen Blick auf das, was mich im Moment beunruhigt und beschäftigt. Welche Lernaufgaben hält das Leben für mich gerade bereit? Ja, schau einmal genau hin. Was ist es? Und diese Legungen sollen dir helfen, da Priorität zu setzen in der Vorgehensweise, um jeden Tag hier den Schritt zu gehen, der notwendig ist. Großvater, welche Engelsbotschaften, die tue ich nochmal wieder rein, das war ein bisschen viel, welche Engelsbotschaften sollen hier heute zum Kollektiv kommen? Das sollte hier heute gesagt werden. Ja, der Engel des Loslassens kommt hier zu euch. Es geht um das Loslassen des Alten. Dinge loszulassen hilft dir, dich von Ballast zu lösen und deine Seele zu befreien. Sei es ein Streit, sei es Liebeskummer oder eine bedrückende Situation, die sich hier dargestellt hat. Löse gedanklich diese Verbindungen und gib die negativen Gefühle frei. Lasse sie los. Loslassen bringt alles ins Fließen und macht dich glücklich und zufrieden. Dein Engel wird dir dabei helfen, dich von Dingen oder Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Wie ich heute auch schon häufiger gesagt habe. Dich von Dingen und Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Denn dieses Loslassen ist ja immer wieder wichtig im Leben, wenn wir uns in einer negativen oder wie hier auch sehr negativen Situation befinden. Der Engel des Lichts kommt zu dir. Lass dich vom Licht der Sonne inspirieren. Sie schenkt dir Kraft und Energie. Bitte deinen Engel, dich mit mehr Liebe zu füllen, damit du das Strahlen verbreiten und die Wärme mit anderen teilen kannst. Lass dein inneres Licht immer intensiver werden. So wirst du auch deine Ziele klar erkennen können. Die Botschaft deines Engels, bist du im Licht, wird dir die engelshafte Erleuchtung gewiss sein. Und es geht auch um die Ehrlichkeit. Denn dein Engel rät dir, offen und ehrlich zu dir und deinen Mitmenschen zu sein. Wer aufrichtig ist, strahlt Integrität aus und zeigt, dass man nichts zu verbergen hat. So werden andere deine Art zu schätzen wissen und auch offen und ehrlich zu dir sein. Ja, wird das auf dich zurückkommen, die Ehrlichkeit und die Offenheit. Lege all deine großen und kleinen Sorgen in die Hände deines Engels. Vertraue ihm deine Sorgen und Ängste an und spüre, wie sie immer kleiner werden. Die Schwierigkeiten lösen sich auf und du kannst voll Zuversicht nach vorne schauen. Es gibt immer eine Lösung. Das ist wichtig zu wissen. Es gibt immer eine Lösung. Und wenn die Sorgen verschwunden sind, wirst du die Schönheit des Lebens sehr bewusst genießen können. Ja, gebt eure Sorgen, euren Kummer und eure Sorgen in die Hände eurer Engel. Ja. Großvater, was sollte hier dann in der Energie von Licht und Liebe von Gilla Randell noch gesagt? Vater, welche Botschaften sollen hier kommen? Ui,
Das ist aber hier doch einiges. Da muss ich mal gucken, das könnte ein wenig viel sein. Also die auf jeden Fall. Und dann gucke ich noch mal. In der Ruhe liegt die Kraft. Halte mal einen Augenblick inne und schöpfe neue Kraft. Nimm dir eine Pause vom Alltag. Werde ganz ruhig und finde deine innere Mitte. Alles ist fließende Energie. Erkenne, dass du mit deinen Gedanken Frieden, Harmonie und Erfolg in dein Leben bringen kannst. Spüre die starken Wurzeln, die dich tragen. Du bist der Schöpfer all deiner Lebensumstände. Durch deine Gedanken setzt du Samenkörner in fruchtbaren Boden, der sich später in voller Reife aufgehen lässt. Nur du selbst hast die Macht und die Kraft, Altes loszulassen, das nicht mehr zu deinem gegenwärtigen Leben gehört. Um durch neue Erkenntnisse wieder inneren Frieden zu finden. Glaube an deine eigene Kraft, Dinge in deinem Leben zu verändern. Gott gibt dir immer genügend Energie, Situationen zu meistern, die gelöst werden müssen. Wenn deine Botschaft Liebe ist, wirst du deine Kraft auch für die Menschen einsetzen können, die im Moment ganz besonders deiner Hilfe bedürfen. Vertraue deiner eigenen Kraft, denn Vertrauen ist eine der edelsten Qualitäten deines Lebens. Wenn du dir selbst etwas zutraust, so traust du auch anderen Menschen und vertraust auch ihren Fähigkeiten. Du lebst dann voller Freude und bist neugierig auf das Leben wie ein kleines Kind. Selbst in problematischen Situationen glaubst du voller Zuversicht an eine passende Lösung. Und das gibt dir Sicherheit. Damit verlierst du die Angst. Wenn du der göttlichen Weisheit vertraust, bist du in der Liebe. Als freies Wesen kannst du bestimmen, ob du Ja sagst zum Leben, zur Liebe und zum Optimismus. Dadurch erkennst du das Prinzip des Lebens an. Und wenn du mal so richtig gebeutelt wirst und an die Grenzen deiner Kraft stößt, dann darfst du vertrauen wie ein Baum, der selbst im stärksten Sturm seine tiefen und festen Wurzeln spürt, die ihn halten. Und sage dir immer, ich bin wie ein Baum, der starke Wurzeln hat, tiefes Vertrauen zu meinem Leben und zu meinem Lebensplan durchströmt zu jeder Zeit mein ganzes Sein. Ja, das ist wichtig, dass ihr euch immer wieder bewusst macht, dass alles, was hier läuft, in eurem Seelenplan auch verankert ist. Und dass es das ist, was ihr lernen wollt, was ihr euch vorgenommen habt, zu lernen. Und gehe auch mutig deinen Weg. Fühlst du dich wohl in deiner Welt, in deiner Familie, in deinem Beruf, sollst du dich fragen? Mut heißt zu erkennen, dass du alle Lebensumstände, sowohl die harmonischen als auch die unangenehmen, mitverursacht hast. Wenn du Mut hast, bist du stark und wächst so manches Mal über dich hinaus. Liebe dich selbst und mache dich nicht abhängig von der Zuneigung anderer. Mache auch anderen Mut für ihr Leben. Denn Mut heißt, mehr auf dein Gefühl zu hören, Dinge zu tun, bei denen dein Verstand dich zweifeln lässt, weil sie ihm bedrohlich erscheinen. Spüre in dich hinein, ob das Wagnis nicht eine Herausforderung ist, die dir eine gute Erfahrung für dein Leben mitteilen möchten. Glaube an deine Fähigkeiten.
Bring die Veränderung in dein Leben, die dir selbst wichtig ist. Halte mutig an deinen Träumen fest und versuche sie zu verwirklichen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Leben macht mutig. Du wirst so viel stärker durch die Liebe. Und die Affirmation hierzu lautet: Mutig und entschlossen gehe ich meinen Weg und nehme jetzt die Herausforderung des Lebens an. Ich bin ein entscheidungsfreudiger Mensch mit vollem Vertrauen in die eigene Kraft und in das Universum und in Gott Vater. Mal schauen. Ja, da gehen wir jetzt nochmal in die Engelkarten. Denn die Engel wollen dir noch eine Antwort geben. Vielleicht auf Fragen, die du gestellt hast. Los weiter. Welche Antworten wollen die Engel dem Kollektiv hier jetzt geben? Was sollte hier noch gesagt werden? Ja, sage Ja zu dir selber, sage Ja zu deinem inneren Kind und versorge, umsorge und unterstütze dein inneres Kind. Sage Ja zu den positiven Lebenszielen, die du hast, sage Ja zu deinem Herzensmensch und sage Ja zu deinem Seelenplan. Und ja, bedeutet auch, du wirst hier auf jeden Fall und mit Sicherheit eine Gelegenheit bekommen. Hier kommt eine ganz besondere Gelegenheit für dich und dein Leben. Ich lege dir das mal so, die Gelegenheit kommt. Eine gute Gelegenheit, eine positive Gelegenheit, wo sich hier die Dinge wenden werden, ändern werden. Und du sollst keinen Grund zur Sorge haben, ja? Sorge dich nicht und komme raus aus deiner vielleicht manchmal viel zu negativen Einstellung, dass es alles nicht klappen kann und nicht werden wird und du nicht weißt. Komme raus, löse dich davon, mache dich frei davon, lasse in Meditation diese Gedanken an Kummer und Sorgen los und spüre einfach das Hier und Jetzt und spüre deine Kraft, die du nimmst, um jetzt im richtigen Augenblick das Richtige zu tun, diese Schritte zu gehen. Kein Grund zur Sorge, die Gelegenheit wird jetzt kommen, die positive. Und es gibt etwas Besseres für dich, als du bisher erlebt hast. Und eine wesentlich bessere Situation und Umfeld, als das du bisher erleben konntest. Großvater, ich habe hier die Karten von Maria, Königin der Engel. So, und dann schaue ich mal, ob ich da eventuell doch nochmal in den Text gehe. Ja. Komme nach Hause. Die Karte möchte dir sagen, ich vertraue und folge meiner göttlichen Führung in Bezug auf mein Zuhause. In mir selber anzukommen und bei meinem Herzenspartner, meinem positiven, liebevollen Gegenüber auch anzukommen. So, und da gehe ich einmal in den Text. Das ist auch die
eine Abschlusskarte hier in diesem, das hat auch immer eine besondere Bedeutung. Dieses Zuhause. Du hast diese Botschaft bekommst du, weil du dir Sorgen darüber machst, was in deinem Haushalt passiert, was in deinem Umfeld passiert. Mutter Maria lässt dich wissen, dass Gott über dich wacht und dir göttliche Führung sendet, die dir zeigt, wie du dein häusliches Leben verbessern kannst. Erwarte eine positive Veränderung deiner gegenwärtigen Situation, vor allem indem du zulässt, dass mehr Liebe in dem Zuhause deines Herzens und deiner Seele wohnt. Dein häusliches Leben wirkt sich auf dein Glück, deine Beziehung und nicht zuletzt auf deine Gesundheit aus. Daher ist es von essentieller Bedeutung, dass du dir ein friedliches, sicheres und glückliches Umfeld schaffst. Doch Veränderung kann aufgrund einer Angst vor dem Unbekannten erschreckend sein, selbst wenn es sich um eine positive Veränderung handelt. Wenn du merkst, dass du dich einer Veränderung zum Besseren hin widersetzt, wende dich an Mutter Maria und die Engel, damit sie dir Ermutigung, positive Zeichen und Führung senden. Vertraue diesen Botschaften und folge ihnen nach Hause, damit du nach Hause kommst. Ich denke, einige von euch sehen sich schon sehr, sehr stark danach, nach Hause zu kommen, in die Geborgenheit zu kommen, in sich selber und mit dem Herzensmenschen. Sei optimistisch. Der Optimismus, den habe ich hier für dich. Erwarte, dass jetzt gute Dinge passieren und sie werden passieren, soll dir gesagt sein. Gute Dinge. Ich gehe einmal in den Text und ich drehe sie euch auch um die Karte, damit ihr sie sehen könnt. Diese Botschaft fordert dich auf, dir die Segnungen deiner gegenwärtigen Situation anzuschauen, egal wie schlimm die Lage zu sein scheint. Was hast du daraus gelernt? Auf welche Weise bist du jetzt stärker als vorher? Indem du die gegenwärtigen Segnungen erkennst, bringst du mehr davon in dein Leben. Mutter Maria leitet dich an, dein Leben vom Standpunkt der Dankbarkeit auszusehen, die wir auch heute schon hier liegen hatten, Dankbarkeit. Optimismus ist eine Form von Glauben und Vertrauen in Gott. Studien zeigen, dass optimistische Menschen viele gesundheitliche Vorteile genießen. Du kannst diese Eigenschaften entwickeln, indem du betest: Gott, bitte lass mich diese Situation mit deinen Augen sehen. Und er wird dir das Licht und die Liebe enthüllen, die gegenwärtig in dieser Situation sich finden lassen. Sei optimistisch im Hinblick auf deine Zukunft, da sie von deinen heutigen Entscheidungen und Aktionen kreiert wird. Und gebe dich auch hin. Die Hingabe ist hier auch ein Thema für dich. Und diese Botschaft hat damit zu tun, indem ich mich voll zu meinen Wertvorstellungen, meinen Beziehungen und Gott bekenne, wird mir klar, was ich als nächstes tun muss.
Diese Botschaft fordert dich auf, an dem festzuhalten, an das du glaubst und bezüglich deiner Wertvorstellung nicht ins Schwanken zu geraten. Falls etwas oder jemand dich dazu verführen will, deine grundsätzlichen, tief empfundenen Glaubenssätze, die positiven Glaubenssätze, aufzugeben, bete um die Kraft, Nein zu sagen. Ja, also diese positiven Wertvorstellungen und Glaubenssätze an das, was ich glaube, was mir gut tut, das ist jetzt hier gemeint. Jage nicht der Illusion nach mehr Geld und oder Liebe nach, wenn alles, was du brauchst und wünschst, dir jetzt in diesem Moment verfügbar ist. Wenn du dich einfach wieder zu dem bekennst, was für dich richtig ist. Was ist wichtig für dich? Diese Frage sollst du dir stellen. Das ist die Antwort, die du suchst. Was ist wirklich tief in dir wichtig für dich? Was ist dir das Allerwichtigste im Leben? Das ist die Antwort, die du suchst. Nimm dir Zeit für eine andächtige Kommunion mit Gott und schütte ihm dein Herz aus bezüglich deiner Gefühle, einschließlich jeglicher Ängste oder Zweifel. Gott und Mutter Maria lieben dich bedingungslos und sind jetzt und immer für dich da. Bete um Klarheit bezüglich deiner wahren Prioritäten, deiner wahren Wertvorstellungen und deiner wahren guten Glaubenssätze und basiere deine Entscheidungen, die du jetzt zu treffen hast, auf diesem soliden Fundament. Bekenne dich zu deinen Glaubenssätzen, also die positiven sind hier gemeint, und gib dich ganz in die Hände Gottes und alles wird sich wie von selbst erledigen. Nun möchte ich euch noch abschließend eine Botschaft, ja, davon das Vermächtnis Avalons mitgeben. Avalons Vermächtnis. Oh, Entschuldigung, aber ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Das Dimensionstor öffnet sich heute. Wage den nächsten Schritt, will dir hier gesagt werden. Wage den nächsten Schritt. Gehe schrittweise und wage jetzt wieder den nächsten Schritt. Die Chance und die Gelegenheit hatten wir hier, du kannst es noch sehen. Hier war die Gelegenheit und die wird sich dir bieten. Ja, die kommt jetzt. Weil es gibt etwas Besseres für dich. Und du sollst keinen Grund zur Sorge haben. Und deswegen wage diesen nächsten Schritt. Das soll eine wichtige Botschaft sein. Und es öffnet sich das Tor, ein besonderes, lichtvolles Tor. Glastonbury nennt sich dieses Tor. Und es sagt, dass du jetzt auf diesem Weg, genau da, wo du bist, richtig bist. Dieses alles sollte geschehen. Und du stehst genau vor diesem Tor. Ich zeige euch das. Da stehst du vor diesem Tor. Und durch dieses Tor sollst du jetzt gehen. Und das Licht der Liebe und einer wunderbaren Zukunft wartet hier auf dich. Du gehst jetzt da durch. Du bist hier richtig. Es ist dein Tor. Es ist dein Tor, wo du jetzt durchgehen sollst. Auch deine Aufgabe, deine Lernaufgabe. Und Avalon möchte euch auch nochmal auf die Naturverbundenheit hinweisen. Bringe alles miteinander in Einklang. Hier kommen auch die Einhörner. Ein schwarzes und ein weißes Einhorn. In einer ganz wunderbaren, glücklichen Natur.
Das natürliche Sein, die Liebe kommt hier zu dir. Und die sagt, ja, diese Botschaft, bringe alles in dir selber, aber auch im Äußeren in Einklang. Das heißt, bringe auch all das zum Ausgleich, auch schwarz und weiß. Hass, Wut und Liebe. Alles, was sich noch im Ungleichgewicht befindet in dir, bringe dieses zum Ausgleich und komme so in deinen Einklang. So, und abschließend möchte ich euch nochmal dieses Tor auch zeigen, ja, durch das ihr jetzt gehen sollt. Du, der jetzt hier schaut, der diese Legung sieht, wird durch dieses Tor schreiten. Los weiter, welche Botschaft? Läufern. Kai Gray, die Energieportale. Jetzt kommen. Welche Energieportale sind für diese Legung für jetzt geöffnet? Ja. Und weil die hier so wild gesprungen sind, muss ich auch all diese Botschaften jetzt kommen lassen. Das heißt, euch nahe bringen. Da musste ich einmal unter den Tisch greifen. Ja, wo fange ich jetzt an? Die lemurischen Saatcodes. Es ist wichtig für dich, dass du jetzt deine Empfindsamkeit annimmst. Deine Einzigartigkeit. Und mit dieser, mit deiner Einzigartigkeit voll Anmut lebst und auch voll Anmut vorwärts gehst. Und ich gehe nochmal jetzt hier in die Botschaft hinein und ich drehe sie euch auch um. Die lemurischen Lichtcodes. Bin ich falsch. Entschuldigung. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Jetzt habe ich irgendwas hier verschlagen. Und ich weiß nicht warum. Ja, ich wollte in die Botschaft, genau. Die Botschaft ist folgendermaßen für dich. Du bist ein hochempfindsames Wesen. Vielleicht hast du das Gefühl, dies sei ein Fluch, dass du so empfindsam bist. Doch diese Karte lässt dich wissen, dass dies ein Geschenk ist. Sie weist darauf hin, dass du Lebenszeiten damit verbracht hast, dich hinter einem undurchdringlichen Schutzschild zu verbergen und die Welt daran zu hindern, dein wahres Ich zu erkennen. Doch in Wahrheit bist du eine ganz besondere Seele mit ganz wunderbaren Gaben, die es wert sind, geteilt zu werden, indem du deine Einzigartigkeit annimmst. Kannst du vielen anderen helfen, ihre eigene anzunehmen? Während dieser Inkarnation, in der du dich jetzt gerade befindest, in diesem Leben, genießt du ein Leben voll Anmut, die weniger durch Abwehr, sondern mehr durch Vertrauen geprägt ist. Es geht nicht darum, dich selbst zu schützen, sondern dich zu öffnen. Und dein wahres Selbst zu zeigen, darauf kommt es an, ja, diesen Mauern, diesen Schutz jetzt endlich aufzugeben, deine Masken abzulegen und dich zu zeigen, so wie du bist, in deiner hohen Sensitivität und Empfindsamkeit. Ja, denn der Tempel der Wahrheit möchte euch auch noch etwas sagen.
Es geht um das Halschakra, es geht um deine Authentizität und es geht um deine Ausdruckskraft. Ja, ich lese einmal hin. Ja. Der Aufenthalt an diesem Ort, in dem Tempel der Wahrheit, erinnert dich daran, wie wichtig deine Identität und deine Ausdruckskraft in diesem Leben sind. Anzuerkennen, wer du bist, wer du warst und wer du sein wirst, ist von größter Bedeutung, damit sich dein Weg weiter entfalten kann. Ein Sprichwort besagt, dass die Wahrheit wehtut. Dieses Energieportal erinnert dich hingegen daran, dass die Wahrheit heilt. Deine Wahrheit ist deine Wahrheit. Und es ist wichtig für dich, sie mit jeder Faser deines Wesens zu würdigen. Dies ist nicht die erste Inkarnation, in der du die tiefe Bedeutung von Aufrichtigkeit und Authentizität erkannt hast. Doch vielleicht ist sie die erste, in der du die Chance hast, dich vollkommen frei auszudrücken. Dieses Portal kommt heute zu dir, um dich daran zu erinnern, dass etwas tief in deinem Inneren vergraben ist, was du bisher nicht zum Ausdruck gebracht hast. Dies blockiert deinen weiteren Weg. Die Zeit ist jetzt gekommen, dich selbst genug zu lieben, um die Gefühle zu würdigen, die in dir hochkommen. Denn sie sind Ausdruck der göttlichen Führung, die dich in einem Zustand größter Harmonie bringen wird. Und dann haben wir den heiligen inneren Raum. Und da geht es um das Sakralchakra. Und es geht um Zärtlichkeit und Sinnlichkeit. Das hört sich schön an. Zärtlichkeit und Sinnlichkeit. Hört sich sehr gut an. So, ich möchte sie dir einmal zeigen. Du wirst zu dem Portal deines Heiligen Selbst transportiert. Dies ist die Gelegenheit, um zu erkennen, dass die zarten und verletzlichen Aspekte deines Wesens die Schlüssel zu großer Macht sind. Ehre das Heilige in dir, stehe zu allen Aspekten deines Selbst, von denen du dich abgetrennt oder die du aufgegeben hast. Wenn du mehr Liebe und Zugehörigkeit erfahren möchtest, richte deinen Blick nach innen. Die Liebe in deinem Inneren zu entdecken, ist eine besonders wichtige Lektion. Erkenne, dass falsche Narrative in deinem energetischen Feld herumgegeistert sind. Geschichten, die dich entmutigt haben, dich wahrhaft auszudrücken. Vielleicht hat man dich sogar angelogen und dir erzählt, dass du nicht schön bist oder ähnliches. Diese Karte erinnert dich daran, dass du nicht nur schön bist, sondern noch wichtiger, dass du Schönheit in der Welt erschaffen kannst. Du erkenne, dass du die Macht des Universums in deinem Inneren trägst. Dann wirst du im Flow sein. Und nun möchte hier die letzte Botschaft, das letzte Energieportal für heute, ja, dir noch aufgezeigt werden. Und zwar durch das Akasha-Sternentor. Und
Da geht es darum, mit der Aufgabe verbunden zu sein. Die Aufgabe, die Lernaufgabe, die sich jetzt dir in deinem Leben stellt. Denn du bist jetzt hier an einem Scheideweg. Ja? Und du sollst deinen Weg gehen. Wann immer sich dir das Akasha-Sterntor zeigt, liegt es daran, dass du an einem kritischen Punkt deiner Lebensreise angekommen bist. Du hast die Möglichkeit, dich in eine bestimmte Richtung zu bewegen und du musst eine Entscheidung treffen. Das kann sich überwältigend anfühlen und vielleicht wirst du auf etwas oder jemanden warten wollen, der diese Entscheidung für dich treffen soll. Doch du bist nicht hier, um einen festgelegten Weg zu gehen. Vielmehr bist du hier, um den Weg selbst zu wählen, den richtigen und den guten Weg und keine Ehrenrunde mehr zu drehen. Aber du triffst die Entscheidung. Denn die nächste Phase deiner Reise kann sich erst dann entfalten, wenn du entscheidest, welche Richtung du einschlägst. Du musst die Absicht haben, die Entscheidung treffen dafür, für das, was du willst, für dich und dein Leben, im positiven Sinne. Und wisse, egal welche Entscheidung du triffst, du wirst immer auf dem richtigen Weg sein. Egal wie du dahin kommst, du wirst immer an einem ähnlichen Punkt landen. Und das ist die Ehrenrunde, die wir vielleicht schon oft gedreht haben in unserem Leben. Außerdem wisse, dass deine Aufgabe nichts damit zu tun hat, deine Pflicht zu erfüllen. Es geht nicht um die Pflicht in deinem Leben. Vielmehr geht es darum, das Leben zu leben und Freude zu erfahren und die Liebe in dir selbst zu entdecken und die Liebe in dir selber auch zu leben. Deine Liebe in dir selber, im Inneren und im Äußeren mit deinem Herzensmenschen lebbar zu machen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir das Allerbeste. Triff eine positive, gute Entscheidung für dein eigenes Wohl und für deinen Herzenswunsch und für deinen Herzensweg. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, euer Engel Christiane.